Ihr wollt so schnell laden wie an der Autobahn und so einfach installieren wie ein Juice Booster, habt aber nur eine solche Stromleitung, das passt nicht zusammen. Jetzt hat aber Juice eine Lösung für euch mit dem Juice Ultra 2 Battery. Autobahn DC Schnellladegeschwindigkeit mit einem normalen Industriestecker. Der Juice Ultra 2 Battery ist eine DC-Schnellladestation, wie ihr sie von Autobahnen kennt, wo ihr während der Rast innerhalb von 10-20 Minuten euer Auto wieder komplett aufladen könnt. Was viele aber nicht wissen, an diesen Standorten sind wahnsinnige Energien notwendig und wenn ihr als Firma oder als Standortbetreiber so eine Station aufbauen möchtet, braucht ihr eine wahnsinnige Energieversorgung und wenn jetzt euer Energieversorger eben sagt, na, das geht an deinem Standort eben nicht mehr, dann habt ihr schlicht und ergreifend ein Problem. Wir bei Juice haben jetzt eine Lösung dafür in Form von dieser großen Batterie, die als Zwischenspeicher dient. Stellt euch einen Dorfbrunnen vor, der sich langsam füllt und wenn der Bedarf dann da ist, wenn die Bewohner mit den Eimer kommen, ist genug Energie vorhanden. Wir bei uns in der Firma haben das installiert mit einer ganz einfachen Industriesteckdose. Wie genau, das zeigen wir euch jetzt. Unser Juice Ultra 2 Battery ist an diesem CE32 Stecker angeschlossen. Dieses Kabel läuft dann, wie ihr hier seht, direkt ins Gerät und kann dann auch direkt dort angeschlossen werden. Alternativ kann man aber auch diese Stecker direkt hier ins Gerät an der Seite einstecken. Gibt es dann für CE32, 63 oder CE 125. Was jetzt passiert ist, dass dieser Wechselstrom von integrierten Gleichrichtern gleichgerichtet wird, damit dieser Strom dann in der Batterie gespeichert werden kann, bereit zum Schnellladen von unserem Auto. Und genau das machen wir jetzt. Die Batterie selber ist in der Lage, 150 Kilowatt Leistung bereitzustellen und mit unseren angeschlossenen 22 Kilowatt addiert dieser DC-Charger diese Leistung obendrauf. Das ergibt dann, wie wir hier sehen, eine maximale Leistung von 172 Kilowatt. Und wenn wir jetzt noch einen stärkeren Anschluss hätten, packt er das einfach obendrauf, bis wir maximal 210 kW Leistung haben. Laden wir das Auto. Zunächst stecken wir natürlich den Stecker in das Auto. Und wie das an solchen Ladestationen ist, starten wir am Terminal. Ich bin jetzt hier in der Firma, das heißt, ich habe hier meinen Badge. Ihr könnt ihn, wenn ihr ihn öffentlich nutzen wollt, natürlich dann hier mit einem Kreditkartenterminal haben. Wir haben ihn hier schon in gewisse Apps integriert. Das heißt, er ist natürlich in jedem öffentlichen Ladesystem völlig nutzbar. Beim DC-Laden dauert es immer ein kleines bisschen, bis Gerät und Auto Informationen ausgetauscht haben. Aber dann geht es natürlich mit dem Laden los. Und das Coole beim DC-Laden ist immer, dass man hier viele Informationen sieht, wie den aktuellen Ladestand von meinem Fahrzeug, die Spannung, die anliegt, welcher Strom gerade fließt und eben auch das Produkt daraus, die anliegende Ladeleistung. Über die Zeit sehen wir dann auch die nachgeladene Energiemenge und natürlich, wenn man jetzt nicht wie ich hier an der Firma mit dem Badge lädt, auch die anfallenden Ladekosten. Apropos Energiemenge. Ihr seht ihn jetzt hier in der Konfiguration mit einer Batterie. Die hat so viel Energie, dass es ungefähr für 6 bis 7 Fahrzeuge reicht zum Nachladen. Wenn das an eurem Standort dann nicht reichen sollte, kann man jederzeit einen zweiten Akku nachträglich installieren. Eine Batterie hat 233 Kilowattstunden Bruttokapazität, davon sind 208 Kilowattstunden netto nutzbar. Dadurch ist er in der Lage, auch die Leistung wirklich, bis er leer ist, abzugeben. Und aufgrund seiner Zellchemie, es ist ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku, ist er wirklich sehr, sehr langlebig. Wenn die Batterie aber mal erschöpft sein sollte, heißt das noch lange nicht, dass die Ladung dadurch abbricht. Ganz im Gegenteil, ihr könnt weiterhin mit dem angeschlossenen Netzstrom mit DC laden. Jetzt haben wir hier 22 Kilowatt. Das heißt, mein eigentliches 11 kW AC-Auto kann ich immer noch doppelt so schnell laden. Egal ob Tesla Model 3, Opel Corsa e, Kia EV6, Jaguar I-Pace oder Renault Zoe. Alle Autos mit einem CCS2-Stecker können am Juice Ultra 2 Battery die volle Ladeleistung nutzen. Auch die Installation des Juice Ultra 2 Battery ist ultra einfach. Platz definieren, an dem er aufgestellt werden soll. Dort wird dann der Grundrahmen mit dem Boden verankert, die Batterieeinheit oben auf den Grundrahmen aufgesetzt, daneben dann den DC-Charger. Beide Geräte werden miteinander verbunden, Internet aufgesetzt und schon kann's losgehen.
Ich habe ja im Vorfeld erklärt, dass viele unterschätzen, was es für ein Aufwand ist, so einen DC-Charger aufzubauen. Und wir haben ja jetzt nun gezeigt, dass unser Charger hier an so einem Industriestecker angeschlossen ist. Das hat einen zweiten Grund, den auch viele Leute unterschätzen. Der Punkt ist, dass man mit einem normalen DC-Charger sehr hohe Lastspitzen im Netz erzeugt. Und der Energieversorger lässt sich das natürlich mit einer erhöhten Grundgebühr bezahlen. Ein Charger mit einer Leistung vergleichbar mit unserem Juice Ultra 2 Battery kann gute 6, 7, 8.000 Franken oder Euro extra im Monat Gebühren verursachen. Diese Kosten entfallen mit dem Juice Ultra 2 Battery komplett, weil ihr eben diese Spitzen nicht erzeugt, dafür aber eben eine konstante, dauerhafte Last. Das sorgt zum einen für Stabilität im Netz, zum anderen spart es euch vor allem aber diese monatliche Gebühr. Übrigens, wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt, könnt ihr bei bestem Wetter natürlich euren Überschussstrom in dem Akku zwischenspeichern und ihn dann mit Autobahngeschwindigkeit in euer Auto reinladen. Mein Auto ist jetzt voll und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt auf den Juice Ultra 2 Battery, dann checkt auf jeden Fall unsere Webseite aus. Dort ist auch ein Kontaktformular. Wir freuen uns auf eure Anfragen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal und ciao.